Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge World of Warcraft Classic. Ja, folgendes, ich habe in der Offline-Phase zwischen den beiden Folgen, und es ist auch mittlerweile ein neuer Tag, das nur mal zur Info, ich habe die junge Krokodilisken habe ich noch mitgenommen. Zusätzlich habe ich die Klauen aus der Tiefe habe ich noch abgeschlossen und wir haben noch eine Quest, die verfluchte Kuh abzugeben. Wir sind ganz kurz hier unten, sieht man es, vor Level 28, das heißt, wir werden jetzt mit der Quest höchstwahrscheinlich Level 28 erreichen. Mein kleiner Tipp, wenn ihr grüne Quests habt, es kann nicht sein, dass mit Level 28 diese Klauen aus der Tiefe oder die Krokodils-Quest dementsprechend grau wird. Deswegen gibt man immer zuerst die Quest ab, die am obersten steht. Die oberste Quest ist immer die am Low-Level-Legsten Quest. Hört sich komisch an, ist aber so. Also die mit dem niedrigsten Level steht immer ganz oben. Man sieht es hier beispielsweise ganz gut, grün, gelb, braun und dann eben rot. Das ist immer dementsprechend gestaffelt, deswegen empfiehlt sich dann dementsprechend diese Quest abzugeben. Denn durch das Level-Up könnte es sein, dass die Quest sonst grau wird und bei grauen Quests kriegen wir ja fast keine Erfahrungspunkte Ehre mehr. Ehre dem König, Freund. So, ihr habt gute Arbeit geleistet, Guybrush. Die Qualität dieser heute ist super... Superb. Gut von mir aus. Was auch immer. Ich glaube, das ist eher ein Schreibfehler. Ich muss so bald wie möglich mit dem Gerben dieser Heute beginnen. Oh, bevor ich jedoch damit anfangen kann, habe ich noch eine andere Aufgabe zu erledigen. Ich denke, dass ihr sie übernehmen könnt. Level up! 1700! Sammel 6 riesige Krokolisken heute. Krokodils heute. So, wir gucken mal kurz das Level up. Und zwar Level 28, 34 Trefferpunkte, 1 Talentpunkt, Stärke, Beweglichkeit, alles nur um 1 erhöht. Zusätzlich haben wir aber noch neue Fähigkeiten für Waffe, Furor und Schutz bekommen. Sehr schön. So, ich habe meinen Lehrling in die Marschen geschickt, um einige unserer berühmten riesigen Sumpfland-Krokolisken zu häuten. Als er nicht zurückkam, bin ich losgezogen, um ihn zu suchen. Sagen wir einfach, es war kein schöner Anblick. Ah ja, die Schwester sagt, es könnte durchaus... Er könnte durchkommen, aber derweil brauche ich immer noch meine Häute. Und wenn ihr noch ein paar von den Monstern töten wollt, hätte ich nichts dagegen. Nach allem, was sie getan haben, ihr findet die Crocs, wenn ihr die Küste entlang nach Norden geht, hinter den Hütten der Murlocs. Das Licht segne euch. Ich nehme an, hier, guck mal, da haben wir auch noch ein Häuschen, da müssen wir auch nochmal vorbei. Ich glaube, das ist eine Art Grabstätte, wenn ich mich richtig entsinne. Eine Art Friedhof müsste das, glaube ich, sein. Wir müssen sowieso hier hinlang. Hier oben haben wir noch ganz viele Quests. Und hier unten haben wir auch noch eine Quest. Die Quest mit der Flaggen. Der prinzipielle Plan für heute, für die Folge, sieht vor, wir werden jetzt hier im Sumpfland nochmal ein kleines bisschen questen, sodass wir ungefähr bei 28,5 wäre Wunsch rauskommen. Und dann würde ich nach Gnomeregan gehen, dass wir in Gnomeregan selbst Level 29 werden. Hilfe? Das wäre so mein Anliegen. Aber wir gucken mal. Ah, gut gemacht, Guybrush. Bitte nehmt dies als Bezahlung für die Erfüllung eures Vertrags mit der Handelsmarine. Das war jetzt die Murloc-Quest, die wir hier abgegeben haben. Aus 400 Erfahrungspunkten. Oh, 5 Heiltränke. Vor nicht allzu langer Zeit wurde ein Handelsschiff der Blind Princess von Murlocs überfallen. Obwohl das Schiff unversehrt entkam, wurde ein Großteil seiner Fracht von den Kreaturen über Bord gezogen. Darunter eine äußerst wertvolle Statue von Terence Menthil. Wir möchten, dass die Statue geborgen wird. Durchsucht die Hütte der Murlocs an der Küste nach Kisten, Fässern und anderen Spuren von verlorener Fracht. Finde die Mental-Statue und bringt sie mir wieder. Okay. Seid vorsichtig. Ich hab's mit den Namen nicht so, nach wie vor. Okay, ich glaube, wir sind an den Kisten schon vorbeigelaufen, das ist auch irgendwo hier. Also wir haben jetzt einiges noch vor. Das Problem ist, dass... Ja, genau. Das Problem ist, dass die Quests immer, ja, grüner werden. Hallo. Was natürlich unsere Erfahrungspunkte bei den Töten von Monstern natürlich auch dementsprechend verschlechtert. Der Sumpfhüter. Ah, finde den Sumpfhüter. Seid vorsichtig. Okay. Und wir geben erstmal die Quests ab. Ich danke euch, Guybrush, und den Dank meiner verfluchten Brüder habt ihr ebenfalls. 19 Silber. Können wir mal ganz kurz gucken, wir sind mal... 8 Gold 35, das Problem ist Level 28, wir erinnern uns, alle 2 Level gibt es neue Fähigkeiten für uns, die uns dann 1, 2 Gold mittlerweile kosten, also ein bisschen im Plus sind wir aber schon. Um den Fluch zu brechen und all meine Brüder zu befreien, müsst ihr das Ding, das auf meinem Schiff verstaut ist, bergen und reinigen. Ich weiß nicht, was es war, aber ich weiß, dass es sich in der Geldkassette des Schiffs verwahrt wurde, zu dem nur Kapitän Helindor den Schlüssel hatte. Diese Namen.
Mein alter Kapitän erscheint mir immer noch in meinen Träumen. Ich bin mir sicher, dass er auf meinem untergegangenen Schiff, der Intrepid, herumläuft. Besorgt euch den Schlüssel von ihm und öffne damit die Geldkassette der Intrepid. Anschließend, wenn ihr das verfluchte Ding habt, bringt es zu Clorin Stelbro, dem Priester hier in der Stadt. Man sieht sich. Wir haben die Frage ja schon mal gestellt, aber ganz ehrlich, wer denkt sich diese Namen von Schiffen, von Menschen? Edwina Monsor, das geht ja noch. Aber wer denkt sich von diesen Quests, wer denkt sich da die Namen teilweise aus? Ich habe ja, das müssten irgendwelche Schweden sein oder sonst irgendwas, denn die haben ja auch so unaussprechbare Namen teilweise. Wieso nicht irgendwie, es muss ja jetzt wirklich nicht, es muss jetzt nicht Peter sein oder Gustav oder sonst was, wobei, das wäre ja auch schon wieder so ausgefallen. Aber irgendwie, ich weiß nicht. So dermaßen Pannennamen, so heißt doch kein Mensch. Zumindest nicht hier. Ah, vielen herzlichen. Oh, cool, danke. Ich hätte, ganz ehrlich, ich hätte auch gern irgendwas. Ach, guck mal hier. Es hat übrigens ewig gedauert, diese junge Sumpfkrokodile zu töten. Die sind hier an der rechten Seite und ja, es standen hier ungefähr 20 Mann, wo ich das Ganze gemacht habe. Und es war extrem aufwendig und ich habe eine gute halbe Stunde gebraucht, bis ich diese vier blöden Häute hatte. Naja. Okay, ist die Kapitänsquest, müsste jetzt, genau, müsste jetzt dementsprechend auch, also der Kapitän war ja Stufe 30, das haben wir in der letzten Folge schon gesehen. Da wir jetzt Stufe 28 sind, ist der aber mittlerweile auch, ah, und gestorben bin ich auch, ist er mittlerweile auch gelb, das heißt, wir können ihn ohne Probleme besiegen. Wir machen jetzt erstmal die Kapitänsquest, suchen wir die Schiffsgüter, die verloren gegangen sind oder die gestohlen worden sind. Hier sind sie nicht, die sind irgendwo da weiter hinten. Hier können wir mal vorbeilaufen, wir sind jetzt Level 21, da die tun uns nichts, sie wollen nur spielen. Nur das Problem ist, dass sie immer einen benommen machen und man dann durch dementsprechend arschlangsam ist. So, ich glaube hier hinten, hier irgendwo hat es glaube ich angefangen mit den Kisten. Wenn das die sind, die ich meine, zumindest. Guck mal hier, Level 25er ist aber auch schon grün. Okay, die Schließkassette müsste dann unter dem Boot dementsprechend normalerweise sein. Der Kapitän steht ja hier oben. Die machen wir jetzt auf jeden Fall mal. Dann können wir noch ein kleines Stückchen weiter und mal hier oben uns auch dementsprechend umsehen. Ich muss nur schauen, dass ich eigentlich die Quests dann noch in der Folge abgebe. Ich muss mal gucken, wie ich es mache, denn ich würde natürlich euch gerne dementsprechend... Ach, guck mal hier. Ne, ramonierte Schließkassette, das ist für Schurken wieder. Dass die üben können. Ja, wir müssen, glaube ich, doch ein bisschen weiter rein. Aber wir machen jetzt erstmal die Quest. Ah, guck mal hier. Riesiger Sumpf. Welches... Ah, Mist, jetzt ist er schon weg. Ich habe das Level gerade nicht gesehen. Das sind aber die für die heute, die wir brauchen. Also wir haben hier einiges zu tun jetzt dann erstmal. Es würde, glaube ich, sogar für noch ein, zwei Folgen reichen. Ich würde allerdings wirklich in der nächsten Folge, ist mein prinzipieller Plan, wenn sich nichts ändert, ist es so, dass wir in der nächsten Folge bereits Gnome Regan sehen. Und dann ein, zwei Folgen rauskriegen auf jeden Fall. Hm, 27. Ich glaube, den Ettich, oder? Oh, nicht mal. Ein Pfad verfügbar. Greif doch an. Ach, das waren wir. Oh, das waren wieder die, die nicht bluten können. Komischerweise, die anderen Geister können oder die anderen Untoten können bluten, nur der nicht. Verfluchter Marinesoldat. Wenn der wenigstens irgendwie dabei stehen würde, astrale Erscheinung oder irgendwas anderes, dann würde ich es ja verstehen, aber. Danke. So. Sehr schön. Da liegt er doch. Mist. Das ist natürlich jetzt kacke, dass der hier liegt. Level 30 ist kein Problem, den zu töten. Ist nur ein Problem, weil Respawn länger dauern wird, höchstwahrscheinlich. Ah, komm. Hallo. Wie wenn es ihn gerade gar nicht interessiert hätte, dass ich ihm meine Axt in den Rücken haue. Ein ganz cooler. Ja, Respawn des Kapitäns. Ich würde eigentlich, wollen wir dann erst was anderes machen und dann nochmal hierher kommen? Ich glaube, ja. Ich weiß jetzt, also die Leiche liegt halt noch frisch hier. Das heißt, es wird definitiv eine Weile dauern. Bis der respawnt. Und jetzt hier die Soldaten einfach so zu töten. Ja, komm, wir gucken dann gleich. Ah, guck mal, wir können übers Ruder laufen. Das muss ich mir merken. Wir laufen dann übers Ruder, laufen wir dann hier hin. Wir suchen uns jetzt mal die... Hier, guck mal, hier ist schon der erste. Leider auch Level 25, aber ein paar Erfahrungspunkte kriegen wir ja noch dafür. Wir machen jetzt erstmal die Krokodilchen. Nebenbei und laufen dann mal noch weiter nach oben und nehmen den dann auf dem Rückweg mit.
bevor wir uns jetzt wirklich auf den Respawn konzentrieren. Machen wir es so. Das Schöne ist, wenn die natürlich so relativ low-levelig unterwegs sind, oder die Gegner, haben ja relativ leichtes Spiel. Das heißt, ich muss nicht wirklich mich irgendwann mal hinsetzen zwischenrein. Ah, sehr schön. 1 von 6. Na gut, aber 6 ist eine ganze Menge. Dann sterben wir nicht so schnell. Also das heißt, ich muss mich eigentlich nicht darum kümmern, dass wir immer wieder vollgeheilt sind. Oh, mal hier. Moorkrabbler. So, und wenn wir jetzt hier weiter reinlaufen, sollten hier irgendwo hoffentlich die Kisten sein, die wir brauchen. Ich bin der Meinung, ich bin hier irgendwann, bin ich hier mal durchgelatscht und da standen Kisten in diesem Moloch, bei den Moloch-Hütten standen Kisten auf jeden Fall rum. Ich weiß nur nicht mehr genau wo, aber ich glaube immer geradeaus. Naja, wir werden es finden. Ich finde es immer noch schön, dass man hier wirklich einfach mal Dinge so gebufft kriegt, irgendwelche Buffs, die, ich weiß nicht, kosten. Oh, nett. Aber Wille und Ausdauer. Ne, das ist unserer besser, vor allem mit den Beweglichkeit. Der hilft, also Beweglichkeit hilft uns da viel, viel mehr. Ich weiß nicht, ob die große Machtwort der Sehenstärke und so weiter kostet nämlich ein Item beispielsweise. Genauso wie, glaube ich, beim Magier, das kostet auch ein Item. Wenn er uns das bufft, also die große... Oh, den habe ich gar nicht gesehen. Die große Intelligenz beispielsweise. Ich weiß nicht, wie es hier ist, aber ich glaube nicht. Ich glaube, das sind noch die 30 Minuten Buffs, müssten die umsonst sind. Trotzdem sehr, sehr nett auf jeden Fall. Dass man es einfach mal so gebufft bekommt. Ich habe leider nichts, was ich weitergeben könnte. Na, natürlich. So, nächster. Um die hier brauchen wir sowieso. Ramonierte Schließkassette. Was haben wir hier? Ramonierte Schließkassette. Ne, hier ist leider noch nichts. Die waren aber doch hier. Oder waren die hier? Irgendwo hier waren die auf jeden Fall. So. Ah. Okay, aber dann 153er. Ah, 2 von 6. Ah, immerhin kommen wir da vorwärts. Das war doch... Wir laufen mal ein bisschen weiter hier rein. Wir müssen sowieso nach da oben. Hier ist rein gar nichts, oder? Na, guck mal, das ist definitiv auch... Entweder das ist ein Friedhof, wo man respawnen. Aber das sieht auch nicht... Das muss auch eine Quest sein normalerweise hier. Bei das Schlachtfeld. Okay, ich scheine mich zu irren, was die... Oh, das sieht ja geil aus. Ah, das ist der falsche. Das sind die zu schwachen. Wir brauchen die riesigen. Oh, das sieht cool aus mit der kaputten Mühle. Die könnte man auch direkt so nach Dämmerwald stellen, die Mühle. Level 31er. Was wollt ihr denn hier, Freunde? Komm, das schauen wir uns auf jeden Fall mal an. Wir müssen sowieso nach hier oben. Nach Don Motre oder Mürde oder Motte oder wie auch immer. Ingenieurbedarf. Das heißt, wir können da sowieso mal vorbeigucken. Was gibt's hier Schönes? Ja, komm. Lass mich in Ruhe. Ich will nichts von dir. Grüße. Anbieter spezieller... Gut, wenn er denn unbedingt will, das blöde Krokodil. Stoff schwer... cool. Schwerrüstung Schultern. 86 Silber. Schneiderei, Lederverarbeitung, Lederverarbeitung. Boah, das würden 5 zu Ausdauer. Das lohnt sich. 86 Silber. Ja, komm. Die kaufen wir. Schwere Rüstung, 86 Silber, das geht. Wir verkaufen lieber was anderes dafür. Guck mal, das hier kann weg. Den Rest habe ich leider schon so gut wie alles verkauft. Das sind 5 zu Ausdauer, die wir jetzt dazu bekommen. Das lohnt sich. Was hat er hier? Ingenieurbedarf? Möchtet ihr was Besonderes kaufen? Silberkontakt. Sonst alles leider nur Ingenieurzeug. Wir bräuchten mal so einen Schmied. Okay, wir gehen einmal weiter. Hier sind leider die falschen Krokodile. Wir haben hier oben noch eine Quest, wo wir ein Grabmal finden sollen. Das ist aber eigentlich, glaube ich, alles hier hinten. Oh, nein. Der Wahnsinn. Ein Kupfervorkommen. Ja, im Sumpf ist es leider wirklich schwierig, was Vorkommen angeht.
Moorlord. Hallo, Moorlord. Auch wenn wir nicht brauchen. Zwei, aber der eine ist grün, Level 21. Das sollte eigentlich machbar sein, ohne größere Probleme. Hinrichten. So, und jetzt... Ah, Level 21er sogar. Ist sogar grau. Moorlord. Brauchen wir für nichts. Also werden wir wahrscheinlich für irgendeine Questreihe würden man brauchen. Ich glaube allerdings, wir brauchen nicht. Kriegsflaggen, das befindet sich auch woanders. Lehrlingspflichten. Ja gut, immerhin ein Silber. Oh, guck mal, was ist das denn? Ach so, ich wollte ja das Kupfer vorkommen, deswegen bin ich eigentlich hierher gerannt. Das wäre jetzt mal wieder so eine typische PP-Aktion gewesen. Wo ist es denn? Da unten. Am Arsch der Welt. Wir werden eh beide töten müssen, um hier abzubauen. Kupfer nach wie vor gerne gesehen, auch wenn wir mittlerweile eigentlich Bronze brauchen, beziehungsweise Zinn bräuchten und teilweise dann auch schon irgendwann Eisen. Aber gerade für die Bronze brauche ich eben Kupfer zum Herstellen, denn wir kriegen Bronze aus Kupfer und Zinn. Aber wir haben keine Zinnbarren momentan mehr. Ich habe sogar mehr Kupfer als Zinn im Moment. Wollen wir mal nach da hingucken? Ich glaube auch, das sind nur die Dinos und die Dinos brauchen wir noch nicht. Die Ausgrabungsstätte selber ist, glaube ich, hier, wo wir hin müssen. Da haben wir auch eine Quest für. Aber wo geht's denn da hinten lang? Oh. Okay. Oh. Muss ein bisschen aufpassen, dass die Akku-Range dementsprechend höher. Ah, guck mal hier, Zinn. Sehr schön. Möchte, dass die Ausgrabungsstätte reist und dort in Kontakt zu... Ja, genau, das ist die Ausgrabungsstätte. Die müsste allerdings woanders da sein. Aber das Zinn nehmen wir jetzt auf jeden Fall erstmal mit. Dann Brühschlamm, der müsste auch da hinten sein. Ironbirds Grabmal. Ja. Und da kriegen wir ja die 10-Platz-Tasche, die ich haben möchte. Damit wir zwei Taschenplätze mehr haben. Oh, ein sehr reichhaltiges Zinnvorkommen. Schade. Freut mich. Und suche nach der Stadt. Genau, hier kriegen wir dann auch nochmal. Also hier befindet sich die Stadt oder die ehemalige Stadt mit der Brücke. Werden wir dann gleich sehen. Oh, wo geht's denn jetzt hier lang? Das interessiert mich jetzt mal. Und hier kriegen wir dann auch noch ein paar Quests auf jeden Fall. Also wir haben ja noch einiges zu tun, aber ich würde wirklich... Ist das das Grabmal? Nee. Was ist denn das? Cool. Ich habe ja das Ganze hier schon mal gespielt oder mehrfach gespielt mit mehreren Twinks und so weiter. Ich kann mich daran null erinnern. Gehört definitiv auch zu einer Questreihe. Sonst würde man sowas hier nicht hinbauen. Aber ich kann mich echt null daran erinnern. So, das Grabmal selber befindet sich, ich glaube, entweder wirklich hier oder hier, irgendwo an der Seite, glaube ich, befindet sich das Grabmal, wo auch diese Brühschlammer sich dementsprechend rumtreiben. Level 26er. So, was ich auf jeden Fall machen würde, ich würde in der nächsten Folge... Na, wir sind jetzt nicht weit gekommen in der Folge, weil ich relativ viel gelaufen bin. Wir werden noch eine Folge hier aufnehmen müssen und uns erst dann nach Gnomelgarn aufmachen. Was ich allerdings machen werde, ist zwischen den Folgen nach Sturmwind gehen und uns die neuen Fähigkeiten erlernen, die wir jetzt mit Level 28 bekommen haben. Dieses Hin- und Hergefliege zwischen Sturmwind, Sumpfland und Ironforge und so weiter, das möchte ich euch nicht unbedingt antun. Guck mal, hier ist das Grabmal. Und hier kriegen wir auch die Tasche von denen hier. Den müssen wir einfach töten, bis wir die Tasche... einer droppt die Tasche dann von denen random. Oh, die können... Komischerweise, Schlamm kann bluten. Naja... Weshalb auch immer. Komm. Wir bräuchten es zwar wirklich nicht, aber... Schrottstiefel? Ich glaube, wir kriegen ja... Danke. Mal wieder ein bisschen der Kampf verbuggt. Sieht man immer oben an den zwei gekreuzten Schwertern, ob ich im Kampf bin oder nicht im Kampf bin. Und ich kann nur außerhalb des Kampfes anstürmen. Deswegen war ich gerade ein bisschen irritiert. Mahlzeit. Level 23er. Fläschchen Öl. Ah, guck mal hier. Purpurroter Prüfschlange. Level 24er. Was ist denn... Müssen wir die grün oder müssen wir... Wieso ist der purpurrot?
War das ein Unterschied? Oh, die ziehen uns. Oh, ho, 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 ho. Ich muss tatsächlich, obwohl die Level 24 sind, auf mein Leben aufpassen. Ah, komm. Mit 10 Lebenspunkten über. Ah, es ist ja Schweinerei. Okay, die machen wir auf jeden Fall in der Folge noch. Die Folge geht wieder ein kleines bisschen länger. Macht aber ja nichts. Mal hier. Verfehlt. Verfehlt. Es ist auch wahre Freude. So. Auch der falsche. Nächster. Wir bräuchten dringend wirklich mal eine neue Waffe. Wir haben eine Stufe 18er Waffe. Das sind jetzt wirklich 10 Level. Wir bräuchten dringend mal eine neue Waffe. Ich freue mich schon auf Gnomeregan. Wir machen ein bisschen wenig Schaden mittlerweile, wie man vielleicht auch an den relativ schwachen Gegnern merkt, die 4 Level unter mir sind. Ist es schadenstechnisch doch eher schwierig. 7 Sekunden Ablenkzeit. Schaffen wir noch eine 400 Leben? 500, ja. Komm, Blutarsch ist auch gleich wieder ready. Immobilisierungsrufler macht noch nicht ganz so viel Schaden. Und notfalls werden immer noch letztes Gefecht. Und wir haben noch unseren Gegenschlag. Den ich ein bisschen zu wenig einsetze, glaube ich sogar. Auch der falsche. Ja, wo ist denn der richtige? Ah, wieder. Ja, jetzt bin ich wieder im Kampf, obwohl der Gegner bereits tot ist. Ich würde gerne. Ach, wegen Blutrausch, weil Blutrausch noch aktiv war. Okay, das mit Blutrausch, dass man dann automatisch im Kampf ist, finde ich ein bisschen scheiße gelöst, ganz ehrlich. Oh, wir müssen tatsächlich aufpassen. 100 Leben, aber es reicht. Ja, hittet uns für 23. Das Gift ist das Einzige, was uns wirklich Schaden reinhaut ohne Ende. Auch der falsche. Das wird mal wieder eine längere Aufgabe, glaube ich. Ah, benutzt auch Verbände. Mal hin, sind aber auch noch welche. Also Gegner haben wir genug da. Wir kommen auch durch das, dadurch, dass ich momentan noch bis hier hinten die 200% Erfahrungspunkte bekomme, kriegen wir auch durch die Low-Level oder durch die Level 24 Gegner relativ viel Erfahrungspunkte, sodass wir zumindest ein bisschen im Level steigen, wenn wir einfach nur Gegner töten. Ah, Bingo. Seidas-Tasche. Sehr schön. Haben wir sonst was am Grabmal zu tun? Ich glaube nicht. Sucht nach der Stadt. Da gehen wir jetzt auf jeden Fall schneller vorbei, weil wir sowieso in der Nähe sind. Warenwiederbeschaffung. Durchsucht die Kisten und Fässer. Nee. Lernlingspflichten, die befinden sich woanders. Die Ausgrabungsstätte, die müsste hier sein. Ich weiß, dass hier eine Ausgrabungsstätte ist, auf jeden Fall. Und ich glaube, das ist die, die wir brauchen. Es gibt auch, glaube ich, zwei. Und hin gibt es, glaube ich, sogar irgendwo noch Drachen. Im Sumpfland. Okay, wir haben zumindest die Tasche, das heißt, die 10-Platz-Tasche ist uns sicher, die ich auf jeden Fall haben möchte. Selbst wenn die Quest grau gewesen wäre, würde ich die Quest machen wegen der Tasche. Weil das spart uns einfach 2 Gold, die wir investieren. Und wir kriegen 2 neue Taschenplätze dazu, umsonst. So, hier befindet sich Don Motre, oder Motre, oder wie auch immer man das aussprechen soll, mit dem R hinten dran. Ist ein bisschen schwierig. Und hier kriegen wir dementsprechend nochmal, wie gesagt, einige Quests. Hier sind die Dunkel... Ach, guck mal, eine Kiste. Oh Gott, okay, Level 7... Oh, Elite-Gegner. Dafür sollten wir uns eine Gruppe suchen. Welch mutiger Krieger bringt Kunde aus Mendel. Oh, Geibosch, werde dir genannt. Ich bringe Hoffnung in eine hoffnungslose Situation. Gut zu wissen, dass der junge Harlow überlebt hat. Auf der Flucht wurde ihm eine ernste Wunde zugefügt. Der hatte eine Axt im Rücken. Wir hatten kaum die Zeit, ihn auf den Rücken des letzten überlebenden Reittiers unseres Regimes fortzuschicken. Regiments fortzuschicken. Aber wir sind hier in einer gefährlichen Lage. Don Motro ist gefallen und wir sind nur ein Schatten der großen, des großen Regiments, das wir einmal waren. Okay, nettes Schild. Wirklich nettes Schild. Viele meiner Soldaten fielen in der Schlacht von Don Motre. Mein eigener Bruder kam um, als die Westbrücke über dem Tantol-Übergang zerstört wurde. Jawohl, die Dunkeleisenzwerge sind eine teuflische Brut.
Soweit Rocco das in Erfahrung bringen konnte, ist der Anführer dieses Verbrecherpacks in Zumpfland ein Hexenmeister namens Balgaras, der Niederträchtige. Er ist allerdings ein ziemlicher Feigling. Er kommandiert seine Soldaten herum, bleibt aber selbst im Hintergrund, jeglicher Gefahr meidend. Wenn ihr diesen rückgratlosen Abschaum finden könntet, erschlagt ihn und bringt mir sein Ohr. Okay, ich werde euch dafür entlohnen, Krieger. Bleibt sauber. Normalerweise wollt ihr doch immer einen Kopf. Mich würde mal interessieren, rein interessenhalber, kriegen wir, wie viele Lebenspunkte hatten die und schaffen wir einen alleine? Das sind Elite-Gegner. Also mit Drache, Elite-Gegner machen automatisch immer mehr Schaden. Haben scheiße viele Lebenspunkte. Und wird, glaube ich, richtig, wenn die parieren, richtig schwer. Wir werden eine Gruppe brauchen. Wir werden definitiv eine Gruppe brauchen. 2300 Lebenspunkte. Und ich verfehle und verfehle und verfehle. Okay, das wird nichts. Ah, natürlich. Selbstverständlich. Okay, 2300 Leben. Wir schaffen es nicht, einen zu töten. Auch wenn sie Level 27 sind, wir Level 28. Mit Level 30 sieht es, glaube ich, wieder anders aus. Okay, ich würde sagen, wir machen in der nächsten Folge machen wir hier noch weiter. Und machen wir immer die Elite-Quest und suchen uns hier Leute für die Elite-Quest. Das war es erstmal für die Folge. Vielen herzlichen Dank fürs Zusehen. Bis zur nächsten Folge bei World of Warcraft Classic. Macht's gut. Und übernächste Folge Gnomeregan dann.